Oh nee. Nee, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Oh, 5 Minuten. 5 Minuten vor meiner Mittagspause müssen Sie jetzt ernsthaft hier auftauchen. Na, aber vielen Dank. Auch das konnte sicher auch nicht bis nach der Mittagspause warten, oder? Jetzt bin ich gezwungen, Ihnen so lange zu helfen, bis die Sache erledigt ist. Entschuldigen Sie, aber ich empfinde das als einfach nur unnötig. Sie hätten gerne mal eine halbe Stunde warten können. Ja, aber gut, jetzt kann ich es ja nicht ändern. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Ah. Sagen Sie mir einmal Ihren Vor- und Nachnamen, bitte. Gut. Wie heißt Ihre Adresse? Ich sehe nicht, dass Sie hier eingetragen sind. Wenn ich das mal so frech sagen darf, ich sehe keine Einträge zu Ihrer Person. Es scheint so, als wenn Sie bei uns im System zumindest nicht, ja, einfach nicht geführt wären, hätte ich es mal genannt. Als wenn Sie nicht existieren würden. Hat unser System jetzt auch schon Macken oder was? Kann ich bitte mal Ihren Ausweis haben? Ja, suchen Sie raus, bitte. Suchen Sie bitte raus. Ich versuche in der Zeit schon mal den Fehler zu finden, weil das darf eigentlich so in der Form natürlich nicht sein. Irgendwie auch schon in der Pause oder was ist hier los? Was soll das denn? Haben Sie einen Ausweis? Zeigen Sie mal her. Ja, okay. Meine Herren, ich habe Ihren Namen ja auch komplett falsch geschrieben. Das erklärt natürlich einiges. Ich habe schon gedacht, Sie wären einfach nicht mehr bei uns irgendwie in dem System drin, insbesondere wenn Sie aber einen Personalausweis haben, ist der entweder gefälscht, alles schon erlebt hier, oder Sie sind ein Geist, der der besonderen Art, hätte ich fast gesagt. Auf jeden Fall wäre es sehr, sehr, sehr merkwürdig gewesen. Ich glaube, so kann man das ganz gut ausdrücken. Aber gut, darf ich Ihnen was sagen? Ihr Ausweis ist abgelaufen. Und deswegen sind Sie auch hier. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Nun gut. Okay. Sie wollen den erweitern bzw. verlängern, einen neuen beantragen. Haben Sie Bilder dabei? Keine. Oh. Haben Sie sich durchgelesen, was Sie benötigen für den Fall, dass Sie hier hinkommen? Sie brauchen Bilder. Bilder sind Voraussetzung. Ohne Bilder kein Ausweis, weil Ausweis braucht Bild und Bild braucht richtig schon vorher gemacht werden, beziehungsweise auch vorher schon ausgedruckt werden, weil ansonsten keine Bilder. Ja.
haben sie sich mal wieder erfolgreich hier fehlverhalten. Das ist ja fantastisch, echt. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich verstehe Sie nicht. Warum? Warum? Ja, einfach nur, warum? Aber gut, Gott sei Dank, zu Ihrem Vorteil bieten wir mittlerweile einen neuen Service an. Wenn ich denn mein mobiles Endgerät finde, würde ich Ihnen ein paar Fotos hier auf dem Weg machen. Bedeutet... Fotos von Ihnen, ich sage Ihnen da direkt. Das kostet Sie dann aber on top noch etwas. Dementsprechend müssen Sie dafür nochmal extra bezahlen, denn die Fotos wollen wir hier natürlich auch ausdrucken. Okay. Okay. Nur, dass Sie schon mal Bescheid wissen. Lassen Sie mich kurz schauen, kann ich das auch gerade drucken? Weil, wäre natürlich Schwachsinn, wenn ich jetzt die Bilder mache und die können jetzt momentan eh nicht gedruckt werden. Das wäre ja unnötige Arbeit für mich. Genau, genau. So, lassen Sie mich mal hier gucken. Das System hat schon wieder Probleme. Oh, und das alles vor der Pause. Warum jetzt? Warum jetzt? Hätten Sie nicht eine halbe Stunde später oder eher kommen können? Mir egal eigentlich. Schalalalalalalala. So, da klappt das System. Und wie geht's Ihnen sonst so? Läuft alles gut bei Ihnen? Es muss ja, richtig, richtig. Absolut. So, dann lassen Sie mich mal ein paar Bilder machen. Schauen Sie mich mal bitte an. Sie gucken bitte jetzt nicht grinsend, sondern einfach nur. Okay. So, dann schicke ich mir das Bild mal. So, dann kriege ich das Bild jetzt auch. Ja, man soll es kaum glauben, dass wir mittlerweile sogar solche Techniken schon können. Es ist unfassbar, ich gebe es zu. Aber da hat man sich nicht lumpen lassen, sondern man hat tatsächlich auch mal etwas, ich will nicht sagen weiterentwickelt, aber ja doch schon. Was auch sehr zu meinem Erfreuen ist, muss ich sagen, weil es erleichtert die Arbeit schon ungemein. Nicht immer komplett wie so ein digitaler Anfänger hier rumzuhängen, weil das ist schon teilweise sehr anstrengend, muss man so sagen. Das ist nicht ganz so schön. Absolut, absolut. Da wollen wir einfach besser werden, beziehungsweise muss man auch tatsächlich mal so sagen, sagt man ja selten, aber da sind wir auch schon besser geworden. Muss ich von Ihnen wissen.
Wie sieht es aus? Hat sich an der Informationslage im ganz Allgemeinen etwas verändert? Das bedeutet, Größe immer noch ungefähr gleich und die Adresse haben wir hier irgendeine Information nicht erhalten, die wir erhalten sollten? Oder sind wir hier auf dem aktuellen Stand? Na gut. Na gut. Dann würde ich das so belassen. Ja, die Kosten sind Sie sich aber im Klaren und dass Sie die heute zu tragen haben, ja. Sie wissen, Kosten von einem Ausweis plus die Kosten von dem Bild. Ja, also es ist relativ simpel. Sie gehen gleich raus, links, wieder links. Dort steht ein Automat. Dort schmeißen Sie die Karte rein, die ich Ihnen gleich gebe. Und daraus wird dann ein Schuh, nämlich in dem da dann eine Zahl leuchtet. Das ist der Preis. Und den dürfen Sie dann mit Karte oder Bar an diesem Automaten verrichten. Und danach kommen Sie dann zurück zu mir. Erst danach, vorher, bringt mir das alles nichts. Weil erst dann können wir Sie auch offiziell hier im System so einfügen, dass Sie dann auch, ja, genau, dass der Prozess auch läuft, der Erstellung bzw. erstmal der Auftraggabe des neuen Ausweises. Jetzt hier fortführen. Sie sind hier auf dem Amt. Sie können ja durchaus einige Sachen, um das mal ganz klar zu sagen, hier können wir durchaus viele Sachen regeln. Ja. Nein, wir können natürlich nicht irgendwelche Daten für Sie rausgeben über geheime bzw. interne Informationen. Das ist natürlich verboten. Nein, 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 nein. Ich kann Ihnen ja jetzt hier nicht sagen, was bei anderen Leuten so abgeht. Da haben wir keine Informationsausgabeerlaubnis. Und insbesondere, wenn Sie auch Interesse haben an Themen, die das finanzielle Gebaren einfach auch beschäftigen, dann muss man sagen, da haben wir sowieso keine Ahnung von. Da müssten Sie dann bei der Schufa anfragen. Aber die werden Ihnen genauso wenig zu anderen Leuten Informationen geben, wie wir das können, respektive wie wir das dürfen. Nein, das kann und muss ich sagen, will ich auch ehrlicherweise nicht, denn das gehört sich einfach nicht. So. Guti. Gut, das ist also das. Haben Sie noch weitere Fragen? Wie kann ich Ihnen eventuell noch irgendwie helfen? Jetzt bin ich gerade da, gleich bin ich in der Pause. Ich denke schon an meine leckere Stulle mit ein bisschen Aufstrich. Oh Mann, ich krieg Hunger. Unfassbar. Ja, bitte fragen Sie.
6 Wochen. In der Theorie ungefähr 4 bis 6 Wochen. Das ist über die ganz normale Zeit klar. Es gibt insbesondere beim Reisepass auch Thematiken, wo man sagen muss, da kann man einen schnelleren, vorläufigen beantragen. Das liegt daran, dass es ja sein kann, dass man das vergisst. Aber das sollte erstens die Ausnahme sein, ist teurer und es besteht auch nie eine Sicherheit, dass das Ganze auch funktioniert. Ja. Loswerden. Ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, ich würde Sie sehr gerne endlich loswerden, denn ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe keine Lust mehr. Ich würde jetzt einfach sehr gerne in meine wohlverdiente Pause gehen. Passen Sie auf, Sie bekommen jetzt wie angekündigt schon eine Karte von mir und danach zahlen Sie das und dann kommen Sie wieder, okay? Gut, bitte. Natürlich müssen Sie den vollen Preis jetzt zahlen. Was denken Sie denn, dass wir hier irgendwie auf der einen Seite entweder sagen, wir machen einen kleinen Rabatt oder dass wir sagen, auch wissen Sie was, Sie müssen heute nicht zahlen oder vielleicht nur die Hälfte. Nee, so funktionieren wir nicht. Sie müssen schon voll zahlen und danach wird das Ganze erst gestartet. Ist nicht so schwer, oder? Eigentlich sollte es nicht so problematisch sein. Das System streikt schon wieder. Sonst so bei Ihnen. Ja, geht's Ihnen gut, ja? Schön, das freut mich. Ja, bei uns auch. Also, ja, klar. Natürlich genug zu tun, das ist wohl wahr. Aber nichts Gefährliches, nichts Schlimmes, nichts, was mich irgendwie aus der Fassung bringen würde. Alles in Ordnung, würde ich behaupten. Ja. Das macht man schon, wa? Das macht man schon. Kriegt man hin. Und genau. Das ist unfassbar jetzt. Da haben die neue Technik. Und die funktioniert wieder nicht. Fusa. Schalalalalalalala. Haben Sie irgendeine Geschichte zu erzählen, bevor das Ganze hier vielleicht? Ich habe eh schon so eine Krawatte jetzt, von daher. Ja, erzählen Sie bitte. Okay. Cool. Ja, entschuldigen Sie, ich bin gerade ein bisschen, ja. Okay. Na, ist ja schön. Na, auf jeden Fall doch. Klasse Sache. So, jetzt aber. Okay, Attacke. Dann haben Sie einmal hier die Karte. Und dann dürfen Sie einmal links, rechts, okay? Okay, dann gehen Sie jetzt bitte. Bis gleich. Gas geben, Vollgas. Tschüss.